Nee, immer noch mal. Einen wunderschönen guten Tag aus dem ETS. So, halt, heute. Lautsprecher ist aus. Was? Lautsprecher ist aus? Ja, ich hatte dich gerade jetzt nicht gehört. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Matze hatte kleinen technischen Problem. Aber ist egal. Genau, es geht weiter. Erstmal guten Tag an Matze. Gute Nacht erstmal. Ja, wir nehmen gerade die Folge um 1.30 Uhr auf. So, Matze macht einen Vorreiter. Wir sind gerade in Scheljabinsk. Und fahren jetzt nach Minsk. Wir fahren jetzt nach Weißrussland. Genau, wir haben ein bisschen. Stopp mal. Bleib mal ganz kurz nochmal stehen bei dir da hinten. Ich will mal ganz kurz noch was in die Dinges machen und in die Optionen. Ich will mal ganz kurz noch was rausmachen, sonst können wir die Zeit nämlich nicht fahren. Weil ich dann sonst irgendwann pennen muss. Achso, ja. Hast du auch die Bußgelder rausgenommen? Naja. So, mal ganz dezent vorgedrängelt. Auch nur dezent. So, ja, ich bin hier schon gefahren, deswegen ist bei mir gelb. Bei Matze dürfte jetzt noch einiges gelb werden. Ja. Und? Das wäre nicht, ist ja nicht weiter tragisch. Genau. Dafür sind wir ja hier. Genau, weil Matze hat das, hat die Mods erst seit heute aktiviert. Ich fahre jetzt mittlerweile schon. Warte mal, drei Touren habe ich jetzt schon mittlerweile hier drauf gefahren. Eben mal von hier nach St. Petersburg, von St. Petersburg nach Uta oder Ufo oder wie auch immer das dieser Ort heißt. Und von da nach Kasachstan, nach Rutni oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Und dann wollte ich eigentlich gerade nach dem südlichsten Zipfel von Kasachstan, von The Great Step fahren, aber dann hat Matze gesagt, komm, wir machen heute noch eine kleine Tour hier. Dann musste ich ja hochspringen. Er konnte dahin, nur dahin springen. Wohlgemerkt, eine kleine Tour. Wir haben fast 3000 Kilometer. Ja, das stimmt. Aber wenn wir die längste Tour genommen hätten, die ich gekriegt hätte, dann wären es 6700. Matze? Ja? Hier ist 70. Ja und, ist das ein Problem? Ich fahre noch 80. Gut. Ja, es ist keine kleine Tour, das ist richtig. Das ist schon eine große Tour. Die werden wir aber auch nicht mit einem Mal machen, oder Matze? Nein, nee. Wir werden so zwei, drei Folgen machen, oder? Ja, werden wir bestimmt zwei bis drei machen auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie wir jetzt in einer Dreiviertelstunde circa. Oder halt in der halben oder wie lange wird es machen? Naja, Dreiviertelstunde klingt schon. Liegt schon in Ordnung. Sonst wird es, glaube ich, noch länger. Ja. Weil das wäre jetzt im Prinzip ein bisschen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen dran. Och, Fliege, hau ab. Was soll abhauen? Eine Fliege. Achso. Ich habe verstanden, Auflieger, aber ab. Ich so, was? Ja, das auch ab und zu mal. Also von daher, vor allem wenn der dann vor dir so komisches eine Wand da ist, weil das ist immer so schattig dann und so. Ja. Und die Sicht ist immer dann so beeinträchtigt. Ja, ja. Aber so wie es auch ist, also ich schätze, also ich würde mal so sagen, also die Landschaft, die wir jetzt hier haben, die ist relativ entspannt. Ja, das ist Sibirien. Wenn man sich das überlegt, wir sind hier schon im Prinzip als im Matsch rumgefahren
kam also so, ich zumindest. Und jetzt fahre ich auf der Straße rum. Wo bist du im Matsch rumgefahren? In Snowrunner, Modrunner. Ach so. Da ist in Sibirien direkt. Ach so, ja, gut. Ja? Du musstest nur jetzt als Snowrunner sagen, dann wusste ich schon, ja, was du meinst jetzt. Na, also ich habe im Prinzip schon die unwegsamen Straßen. Ja, hier ist wieder 90, genau. Ey, Blinker, geh aus. Befahren. Ja, hier rechts dann, genau. Achso, die, warte mal. Ja, ich bin schon richtig. Ja. Bin schon richtig. Eins, was ich hier nicht verstehe, entweder ist es noch ein genereller Fehler, warum? Oder es liegt an ETS. Die Kreuzungen, wenn wir jetzt auf der Landstraße nachher fahren, sind teilweise zweispurig. Aber nur die Kreuzungen. Und da ist dann auf einmal 90. Ich fahre da, bin da auch jetzt mit 75 durchgefahren. Ich habe jetzt nicht beschleunigt auf 90, weißt du? Vorsicht! Ja, jetzt wieder 40. Schrankwand, geh vor mir weg. Man muss dazu sagen, ich hatte Matze gerade eben schon wieder lieb. Ja, der hat ganz doll an meine Anhänger genuckelt. Da ist jetzt eine Beule mehr drin. Achtung, irgendwie. Ja, 30 wegen Baustelle. Richtig. Oh, meine Bude hat jetzt mittlerweile 50.000 runter. Ja, meine so süß aussieht, aber mit 20, 21. Da kann man mal sehen, was da wieder geräuchert ist, der Junge. Ja. Ich sag nur so viel. Gestern hatte ich nachgeguckt, wie viel ich diesen Monat gefahren bin. 14.100 und ein paar zerquetschte. Und das ist jetzt nur von diesem Monat, also vom 1. Juni bis heute. Okay. Also der LKW hier vor mir, der macht mich irgendwie affig. Ja, das ist, sag ich mal, echt kraus. Aber ohne KI ist halt auch irgendwie langweilig. Ja, ist richtig. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber der hält einen auf. Ja. Vor allen Dingen, wir haben auch 18 Tonnen geladen. Jawohl, also die 18 Tonnen, die merke ich gerade fast gar nicht. Willkommen im Club. Seitdem ich jetzt hier mit der Rus-Map, Volga-Map und Sibir-Map und die Great Step von Promods spiele. Vorsicht, das ist ein kleines Hindernis rechts. Gesehen. Hab ich, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon. Hier rüber? Jo. Zweite Ausfahrt? Ja. Auf dem Parkplatz wollen wir gerade nicht. Muss die austreten? Weiß ich nicht. Also ich nicht. Also soll ich wieder hinten reinfahren, ja? Nee. Ja. Es sind auch schon jetzt allein. Oh. Hupsi. Was denn? Maut. Ja, ich habe gerade ihn abkassiert.
Also in Auto ab, weggedrückt und auf Flieger. Oh. Junge, du sollst doch die armen Autos hier stehen lassen. Ja, das ist, wenn man nicht ins Spiel guckt und einfach rüberzieht. Ah ja. Also, ich bin da links auf der Spur. Ich sehe. Bin gut hinter dir. Ich frage, ich sage ja nur. Guck mal, da ist das deutsche Kaufhaus gewesen. Was ist das deutsche Kaufhaus? Fängt mit L an und hört mit L auf. Ach so. So, wir kommen wieder mittig. Rechts meinst du, aber gut. Ja, wir sind mittig. Mittig Spur. Mittig bin ich gerade. Mittig Spur. Nee, das ist aber die rechte Spur. Ja, ist aber trotzdem für mich mittig. Weil es kommt immer von rechts noch eine extra Spur. Ja, aber das ist ja die Einfehlungsspur. Oder Aushebungsspur. Okay, ich fädel mich auch immer aus, ja, von der Ausfahrt, ja. Stimmt auch wieder. Oh, ich hab die Bullen neben mir. Links. Links fahren, Einzel. Ja, wieder, wenn hier die Bullen bremsen. Und hier ist 70 immer noch, Kollege Schnürschuh. Ich bin doch gerade schon am runterkommen. Mei. Das war mal ein LKW-Fahrer, wecht. So lange rollen lassen, wie es geht. Vorausschauendes Fahren, wenn vor mir alles noch frei ist. Oh, Putzilei, Alter, ey. Was denn? Putzi hat wieder ganz doll gebremst. Nee, wollte überholen, hat nicht geklappt und ich war schon neben ihn. Oh. Musste ich einmal komplett ausweichen. Oh. Ja, ja. Und mir erzählen wollen, ich bin... Du, da war rot. Ich hab's gemerkt. Ich hab ganz leicht touchiert. Ich stehe nämlich gerade genau mittig zwischen zwei Autos. Ich weiß. Ich habe mich gerade woanders hingeguckt. Schön mal die Polizei da am Kreuzungsbereich abgedrängt. Ohne Berührung diesmal. Ohne Berührung, sagt er. Ohne Berührung. Aber ohne Feindkontakt. Ohne Feindkontakt, aha. Alter Schwede, ist das warm mittlerweile in Deutschland, ey. Oh. Beuntert hatte morgen die letzten zwei Tage, die letzten Tage jetzt geregnet. Oh, geil. Warum hat es hier nicht geregnet? Nee, also. Ich will es mal so sagen. Das bisschen Regen, was runtergekommen ist, ja? Ja. Hätte auch oben bleiben können. Oh, schlecht. Es ist so, wirklich. Es kam noch nicht mal richtig auf die Erde, da war schon weg. Ja, weil der Boden halt vorzrocken hoch ist. Ja. Kann man nicht dahin, wo es hin sollte. Wie schnell fährst du? Weil jetzt gerade mal 68. Jetzt merkt man doch den PS-Unterschied für uns beiden. Ja, ich habe auch wahrscheinlich am verkehrten Gang drin gerade noch drin gehabt. Was denn, du PKW? Mach mal. Also an mir kann es nicht liegen. Nee, der bremst ja voll ab, ey. Ich bin hier gerade bei 55 runter. Hoppala.
Aber ich kann ihn beruhigen, ich bin gerade auch wieder auf 60 runtergegangen. Wer nicht fahren will, muss führen. Und ich dich halt. Wieder zurück. Kenn ich nix. Da kennst du nix. Ach da kennt er nix, sagt er. Das war der die falsche Taste, auf die ich gekommen bin. Ich wollte in Gang 14 schalten und nicht in Gang 12 runter. Aber da muss ich doch dann noch dazu sagen, du hast ja das 14-Gang-Getriebe, wie du jetzt sagst. Mhm. Und ich habe das 12-Gang-Getriebe noch. Das ist auch ein großer Unterschied. Das macht auch schon wieder viel aus. Ja, bestimmt. Hatte ich nicht wieder gestartet? 11,5 Millionen? Jetzt habe ich wieder 11,7? Uiuiui. Naja, ich hätte eigentlich normalerweise mit 200 wollte ich über 200 starten und musste mir eine umliegende Werkstatt kaufen. Ja, weil beim Schnellreise der Aufflieger nicht mitgekommen ist, ist natürlich bitter gewesen, aber naja. Hat da halt jetzt was schon zwei Garagen, der Kollege da vorne. Ja, bringt mir aber nichts. Doch, irgendwann bringt's dir dann schon was. Ich hatte die eine schon verkauft wieder, deswegen, weil ich unbedingt noch ein bisschen Schotter brauchte. Ja. Ja, wenn du es jetzt nicht unbedingt brauchst, guck mal, jetzt kriegst du ja auch 90.000 rein. Ja, wenn es jetzt natürlich so weitergeht mit den Großbeträgen reinkommen, dann ist alles gut. Dann ist ja alles gut. Weil der Gerät will sich nicht verleihen, bezahlt sich nicht von alleine. Mhm. Der noch läuft. Weil wenn ich den abbezahlt habe, möchte ich auch gar kein Gerät mehr auf ID aufnehmen. Ja. Weil es hat schon wieder, die 400 haben schon sowieso schon gereicht. Oh, auf alle Fälle. Vorsicht, langsam mal das Auto. Ja, ich muss aber runterschalten. Er fährt aber ab, so wie es aussieht. Sehr schön. Nee, will er nicht abfahren. Oh. Der kann sich nicht entscheiden. Immer diese Verkehrsraudis. Oh. Ja. Hoppala. Ey, geht der richtig runter, ey? Ja. Meine Güte. Der fährt ja richtig. Der macht da richtig schmalen Zug da vorne, du. Aber eins ist echt komisch. Die Straße ist noch relativ gut. Ja. Ich glaube, eigentlich bin ich hier eigentlich würde ich sagen, was anderes gewohnt. Würde ich mal so behaupten. Ja, kommt noch was. Vor allem so mit Schlamm und ja gut, Schlamm ist hier jetzt nicht. So links und rechts von hier jetzt müsste das eigentlich schon vorhanden sein. Viel Baum und so. Ja, da könnte ich eigentlich auch mal wieder eine Runde reinfahren. Was ist das eigentlich? Also mit Schlamm ist jetzt hier nicht viel zu machen, ne? Also da ist es da Vorsicht. Doch das falsche Spiel. Vorsicht. Da hat wieder voll, ist er voll in die Eisen gegangen, ey. Und ganz spät hast du das gesehen mit dem Linken. Warst du auf rechtzeitig? Ja, alles gut. Ich musste bloß ganz anhalten. Aber alles gut, ich bin hinter dir.
Nein, es geht mir ja nur darum, nicht, dass wir wieder Feindkontakt ein, sagen müssen. Mhm. Weil Feindkontakt ist immer scheiße. Mhm. Wir haben wir jetzt 50, haben wir 60 hier lang. Ja, das ist für mich, ist das hier alles richtig Neuland. Also in dieser Ecke war ich noch nie. Ich würde dir gerne mal in der Realität hin. Würde ich lieber nicht, du. Ich wirklich. Ja. Na gut, okay, vielleicht das machen, was ich im Prinzip im Snowrunner gemacht habe. So, das mal erleben, ja. Mit einem krass durch die Kameras durch die Ecke feuern. Okay. Das würde ich vielleicht mal machen, aber ansonsten nur einmal durchfahren, ja. Urlaub. Einmal erleben. Urlaub. Für mich wäre das tatsächlich ein Urlaubsziel, so Sibirien und Co. Schön abgelegen, ja. Natur, keiner geht dir auf den Keks, aber ich kann kein Wort Russisch, also naja. Außer Nastrovje, ja gut, kommst du aber auch nicht immer weit. ja, nicht wirklich. Also, es sei denn, du stehst mit einer Flasche Wodka rum. Ja, komm. Reicht auch ein ganz normales Glas. Wasser oder so. Das sagen sie bestimmt auch alle mit zu mir. Früher morgen, wohlgemerkt. Achtung, hier geht's nicht runter. Und hoppala. Das war auch geil, wie ich die 50.000 erreicht hatte, ne? Okay. Beim letzten Kunden auf dem Hof drauf gefahren. Mhm. 50.000. Morgen. Was bremst denn du andauernd, sage mal? Ich mach einfach das. Die 70! Ja, mach doch dein Tempomat rein und lass rollen! Mach ich aber nicht. Wenn man berghoch auf dem Gas gehen muss. Ja, weil er einfach nicht hochkommt. Oh, und ich hochkomme. Ja, gib mir deine PS, dann kann ich da auch hochfahren. Ja, du schaltest ja bald. Ich denke mal, nach dieser Mission wirst du auf alle Fälle, Strecke. Denk ich mal, dass du nochmal Level aufsteigst, vielleicht kriegst du dann einen neuen Motor schon wieder. Das war immer noch nicht meine PS-Zahl erreicht, aber du bist doch in der Dranne wieder. Und irgendwann hast du mich ja sogar überholt. Ja, dann muss ich dir hinterher fahren. Weil ich werde jetzt beim MAN bleiben. Ich werde den auch nicht mehr weggeben hier. Ich weiß auch nicht, ich hab mich mit im Prinzip in den hier schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist doch in Ordnung. Den wollte ich schon die ganze Zeit mal, also eigentlich schon ganz früh schon fahren, aber da habe ich nie gekriegt.
Scheiß auf die weniger Platz oder so. Das ist mir sowas von Rille gewesen. Es ging mir einfach nur ums Ambiente von der Maschine. Ja. Ich wollte auch immer mal Volvo fahren in der Innenfirma. Da hatten sie ja Volvo, aber ich bin immer nur Scania gefahren. Nicht die Scania. Scania ist auch geil. Ja, den hätte ich im Prinzip immer da Dinge in der einen Firma jetzt auch noch fahren können. Aber die haben die dann auch nach und nach halt gegeben. Weil sie dann auf den Trichter gekommen sind, ja, wir wollen jetzt noch alle Mercedes haben. Ja, siehst du, Mercedes will ich zum Beispiel gar nicht fahren. In meiner letzten Firma im Nahverkehr war ja zum Schluss leider Gottes Mercedes. Ich war von dem überhaupt nicht begeistert. Ja, das ist. Da wäre ich lieber den LNG Scania weitergefahren. Vorsicht, du bist sowas auf der linken, der rechten Seite. Mhm. Ich fahre hier gerade ein bisschen zu schnell hier durch, ist egal. Alles gut. Ja, wie auch. Kaum abgebremst, wo ich hier allein lang gefahren bin. Sorry, ich muss mal kurz bremsen. Ah ja, komm. Weil mir vor mir gerade ein bisschen Autos kommen, dann. Wir müssen mal wieder ein bisschen langsamer bleiben. Fährst du ab? Das natürlich nicht. Nee. Aber man muss jetzt mal überlegen, was hier an LKW steht. Nee, das ist doch nicht mal normal. Vor allem hier hinten. Ja, so ist das halt. Ja, aber da haben sie aber echt übertrieben mit. Na gut, obwohl, in Rosslund ist alles möglich. Dass da viele stehen. Du weißt nicht, wie es da in Wirklichkeit aussieht. Ja, ich auch nicht. Das sind aber alles von Russen Modmaps, also die sind wirklich von Russen gemacht worden. Und die werden sich wohl hier besser auskennen als wir. Naja, schon klar, was du meinst. Aber trotzdem ist alles gut geworden hier. Ja, und es kommen ja immer mehr Strecken noch hinzu. Also die sind ja immer alle, die sind ja alle noch in Bearbeitung. Matze schneidet die Kurve, aha. Wieso denn? Die war nicht ganz gerade, deswegen haben wir so ein bisschen. Ach so, seit wann ist eine Kurve gerade? Aha. Seit heute, es ist eine gerade Kurve. Die musste nur ein bisschen, noch mal ein bisschen eckig geschliffen werden. Wenn du wüsstest, was ich teilweise an Sim. Ich habe noch mal kein Telefon gemietet. Was war denn jetzt? Hä? Sim? Ja, Sim. Ach so. Die Sim-Karte. Ja. Ich habe gerade nicht gecheckt, was du meinst, aber jetzt habe ich es gecheckt. Och Mann, ey, Leute, der Pop. Ja, die Meldung krieg ich doch nicht mehr. Erster Aufenthalt in. Auf der Strecke bis war ich die Strecke verlassen, die ich abgefahren bin. Weil in Minsk war ich ja auch noch nicht. Belarus habe ich auch noch nicht an mir angeguckt gehabt. Jetzt habe ich mich verschalten. Zieht mich der Matze gerade ein bisschen ab. Wir haben eine ganz schöne Autoschlange hinter uns. Weißt du, wie egal mir das ist? Mir auch.
Du, und wenn ich hier mit einem Trecker und zwei Anhänger hier fahre, ist mir sowas von Rille. Wenn die meinen, zu hupen. Ach, dann, also ich habe keinen Hupen. Soll ich also ehrlich sagen, ich hab das schon, die haben, ich hab das schon echt mal übertrieben. Weil ich es echt nicht eingesehen habe, wenn die da hinten hupen und drängeln und machen und tun und die vor dir auf einmal einschneiden. Ja. Warum soll ich dann doch überhaupt noch eine Seite fahren? Nee, wenn die dich dann sowieso dann ausbremsen, so nach dem Motto. Ja. Die Kollegen. Erst Stress machen und zum Ausbremsen haben sie dann auf immer Zeit. Ja, genau. Und da habe ich wieder, da denke ich mir auch, Leute, wenn ihr das meint, dann bitte, dann macht das auch. Ja. Aber nicht so. Ja, dann, das war ja noch so schlimm bei uns, die Strecke, die weißt ja selber, ne? Das war ja eine Einspurige, die ging ja von der einen Seite langsamer werden. Ja, wird ja richtig langsam, ey, der Kollege. Junge, als ob der nicht die Ausfahrt findet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist ja fast vor der Auffahrt stehen geblieben. Ja. Und ich bin dir fast wieder hinten drauf gefahren. Es war fast wieder Feindkontakt. Deswegen hatte ich ihm gerade so blöd gemacht. Ja, aber das war fast zu spät. Ja, fast schon wieder zu spät, ja. Ich musste auf die Gegenspur ausweichen. Ja, sorry, tut mir leid, wenn der mich. Alles gut, alles gut. Wenn der mich einfach so. Nee, aber wie gesagt, war alles ja auch alles gut. Da konnten die kaum eigentlich nie richtig so wirklich überholen. Aber mir war das egal. Ja. Weil ich bin auch ein Links der Straße und wenn ein Straßenverkehrsteilnehmer. Und ich kann, wenn ich gerade nicht an die Seite fahren kann, da kann ich nicht an die Seite fahren. Ich, ja, kann, ich kann nicht mit zwei 8-Tonner, die voll beladen sind, überall stehen bleiben. Das geht nicht. Nee. Dann, ich brauche nur losfahren, dann da stehen wieder 50 Autos hinter mir. Genau. Ne? Aber das haben die glaub, meistens teilweise gar nicht begriffen. Das kapieren die doch nicht. So. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, nee, warum soll ich denn an die Seite fahren? Warum? Ja, genau. Ich stress mich dadurch nur noch unnötig. Genau. Weil ich muss wieder neu anfahren, muss warten, bis der ganze Verkehr durch ist und was sie alles. Ne? Nö, also man kann Platz machen, aber irgendwann ist auch mal vorbei. Gerade wenn du in der Ernte bist, bist du ja sowieso im Stress. Nee, das war meistens immer vor der Ernte, wenn der Düngerzeit dran war. Ja, trotzdem willst du ja auch irgendwann mal auf dem Feld hoch und dann nicht einfach für eine Strecke, ich sag mal jetzt, wo du 10 Minuten normalerweise brauchst, auf einmal 30 Minuten brauchen. Nee, ja gut, ich hab. Na, wenn du einen Haufen anhältst und Fahrzeuge durchlässt, dann hast du vielleicht mal wirklich 20 Fahrzeuge hinter dir? Ja, Wir haben schon wieder einen Schleicher wieder vor uns. Ja. Ja, bremst doch nochmal. Ey, Leute. Hat er nicht, hab ich, komm doch vor durch. Ich glaube, ich habe dich wieder ein bisschen zu spät gewarnt, ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er anhält. Ey, der stand kurz vor dem Stillstand, war der. Ja. Mit Schleicher dachte ich mir, ach, bis dahin ich hatte ja noch ein bisschen Rückstand. Ich musste wirklich eben gerade ganz stark bremsen, weil der einfach eben, wo er wieder links, rechts rüber gefahren ist, hat der auf einmal voll die Taste gedrückt. Ja. Und so einfach, Vorsicht! Haben wir jetzt Stillstand hier? Yep.
Heimwäldchen. Der Bus hat uns ein KI-Fahrzeug auf unsere Spur geschmissen. Naja, das sehe ich gerade. Läuft, würde ich mal behaupten. Also selbst der KI-Verkehr ist Russland. Also wie ihr da vorne seht, vor dem Silozug mit der gelben Zugmaschine, da steht ein Auto. Es läuft mal wieder rückwärts. Ja. Wir können wieder warten im Wartesimulator. Ja, das Problem ist, das Problem ist, ja, wir kommen hier nicht weg. Ich sehe es. Nix geht nicht. Jetzt bräuchte mal den starken Bauern, dass man diesen scheiß Idioten von der Straße schubsen kann. Oh Mann. Oh Frau. Ja. Gibt es versuchen, da dort vorbeizufahren, das gleiche oder was? Ja, eigentlich schon, aber es ist jetzt auf einmal kommen die LKWs durch. Ja, also da kommt auf jeden Fall noch mal was. Da kommt jetzt einer, da kommt noch ein LKW. Dahinter kommt jetzt nix. Also wenn der durch ist, kannst du versuchen. Dann probier mal. Weil so wie das aussieht, löst sich das erst auf, wenn wir jetzt hier verschwunden sind. Ja, läuft. Oh nee. Oh ja. Wir wollen hier nicht abbiegen, auch wenn es so ein Rastplatz ist. Ich will es schon wieder austreten gehen. Nee. Ich fahr ja vorbei. Ja. Das sagen alle. Genau. Ja, aber wie man wieder sieht, auch Ufa hieß der Ort, wo ich hin muss, wo ich war. Ufa. Weil du ihn gerade gesehen hast, wa? Ja, weil bei mir geht's ja nach rechts eine Spur weg. Weil ich dir ehrlich mal sagen, wir haben ja gerade in Zustand 600 Kilometer geschafft. Knapp, ja. Guck mal, 38, ich glaube mal, das wird wohl. Ja. Das wird wohl eine längere Aktion werden mit uns hier. Ja. Aber die werden wahrscheinlich heute nicht fertig fahren, weil ich bin auch ganz schön müde, muss ich mal jetzt gestehen. Nee, das werden wir heute auf jeden Fall nicht fertig schon. Also, an den Tag, also Freitag bestimmt, aber nicht Freitag früh um 2 Uhr noch was weitermachen. Nee, das haben wir ja auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Oh, da vorne kommt wieder eine Mautstation. Wieder 10 Euro weniger. Ja, 10 Euro. Wenn ich das so überlegt, 10 Euro. Ganz schön teuer für Russland, ne? Meinst du? Oh ja. Oh ja.
Für 10 Euro kommst du noch nicht mal in Deutschland 10 Kilometer weit. Ja, wir sind aber auch nicht in Deutschland, ne? Mhm. Naja. Ich glaube, für Russland gelten noch andere Standards. Mit unter anderem, ja. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass das Russland rückentwickelt ist, aber da ist ja nun doch einiges günstiger, weil halt auch die Löhne nicht so da sind wie bei uns. So, ja, gut, das ist klar, ne? Mittelspur. Natürlich nur zweispurig. Habe ich schon mitbekommen. Ich merke gerade, dass meine Reifen sich irgendwie ganz komisch anhören. Heute mal. Wir haben ein ganz komisches Abrollgeräusch. Hm. Vielleicht sind sie schon gut kaputt. Ist nicht groß rot. Also. Du, ich habe. Warte, wie viel Prozent habe ich? Ich habe 8%. Es ist bei mir gerade ein bisschen rot. Drück mal F7. Naja, ich kann jetzt gerade nicht F7 drücken, weil ich bin gerade nämlich in einem LKW, der mich nicht vorbeilassen will. Ja, so, jetzt wird's einspurig. Mit Baustelle. Und langsam. Zwei Prozent habe ich gerade mal. Trotz, wohlgemerkt, trotz den anderen Kontakt, den ich davor hatte. Wenn ich dort dran erinnerst. Muss ich noch dazu sagen, ich habe mich nicht verschätzt. Und hab die Leitplanke ein bisschen geknutscht. Und trotzdem nur 2%. Dann haben wir. Ich muss jetzt dazu sagen, ich fahre jetzt seit St. Petersburg ohne Werkstatt. Das sind 8% in Ordnung. Wo ich den Reifverschleiß immer noch ganz schön krass finde. Mit der Kontakt gerade vorhin hier bei dir, weißt du, mit dir hier, da hat es gar keinen Schaden bei mir angezeigt. Vorsicht, wir bleiben stehen. Das war aber gerade haarscharf, du. Ja, ich hab, ja. Ja, das war ein bisschen sehr, sehr spät, aber ist egal. Ja, es konnte jetzt auch nicht so eher sehen. Nö. Du, ist genauso wie vorhin mit mir. Ja, genau. Wollen wir vor der Tankstelle anhalten? Meinst du, willst du jetzt schon? Weil tanken muss ich so oder so. Also von daher können wir machen. Ja, dann beenden wir hier die Folge. Dann gucken wir, wir haben jetzt mal gerade. Ja, also von der Zeit her haben wir heute echt viel geschafft. Ja, was soll man machen? $0.57. Ja, das läuft doch. 420 Liter. Ja, geht bei mir, glaube ich. Ja, 400. 440 circa. Wollen wir drüben irgendwie rumfahren wieder? Ja, wa? Ich dachte, wir werden gleich hier die Folge. Nein, ich meine einmal rumfahren, dass wir uns vernünftig hinstellen können. Okay. Na, warte, stopp. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja, wo könnte man es am besten hinstellen?
Na warte, dann lass mich mal durch. Wie sieht das da drüben aus? Hast du das für zwei Spuren? Ja, ne? Ja, hier ist genug Platz. Gut, dann fahren wir für zwei auf da hin. Pünktlich zum Regen. Aber diesmal regst du mir auch an. So, dann. Okay. Halt. Mach an. Dann hoffe ich, das hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.